Hallo ihr Lieben, ja, herzlich willkommen mal wieder in meiner Küche. Ich weiß, es hat jetzt lange keine Koch- und Backvideos von mir gegeben, wurde sich aber mal wieder gewünscht und da habe ich gedacht, komme ich dem doch sehr, sehr gerne nach und mach das mal mit euch. Ihr seht mich jetzt heute nicht, es geht ja auch diesmal heute nicht um mich, sondern um was Leckeres. Der Herbst ist da und es ist Kürbiszeit. Ich und mein Kind, wir essen sehr, sehr gerne Kürbis. Ich hatte ihm vor ein paar Tagen eine Kürbissuppe gemacht. Die isst er sehr, sehr gerne und hatte davon jetzt noch ein Dreiviertel Hokkaido-Kürbis übrig. Und da ich sehr, sehr ungern nur Lebensmittel wegschmeiße, habe ich mir überlegt, was mache ich damit? Und habe mir zwei tolle Rezepte rausgesucht, wovon ich jetzt das erste mit euch machen möchte, und zwar ein Kürbisbrot. Dafür habe ich aus dem Kürbis, den ich hatte, Kürbispüree hergestellt. Also ich habe es jetzt einfach in meinem Thermomix Dampf gegart für eine halbe Stunde und dann wurde der einfach püriert. Da ist nur Kürbis drin, nichts anderes. Kann man auch super als Babynahrung jetzt nehmen. Einfach vielleicht noch ein kleines bisschen Salz und ein bisschen Öl vielleicht rein oder so. Ist das halt der perfekte Babybrei. Kann man aber auch mit irgendwelchen anderen Gewürzen super anstatt Kartoffelpüree zum Beispiel essen. Und wir machen jetzt ein Brot dazu. Ich mache das heute wieder in meiner KitchenAid. Könnt ihr aber auch mit jeder anderen Küchenmaschine machen oder auch mit den Händen. So, wir fangen an. Und zwar brauchen wir einmal 100 Milliliter warmes Wasser und 15 Gramm frische Hefe. Ich hoffe, das reicht jetzt hier noch. Oh, ich sehe gerade, nee, die benutze ich nicht mehr. So sieht das übrigens aus. Habe ich meinen Fokus? Eigentlich schon. So sieht das übrigens aus, wenn Hefe schlecht wird. Da ist ein kleines bisschen Schimmel dran. Die nehmen wir natürlich nicht mehr. Ja, das passiert manchmal, obwohl Hefe noch haltbar ist. Ist nicht schlimm. So, ich habe immer genügend da, da ich ja auch echt ziemlich viel backe. Und ja, so, jetzt holen wir dir mal eben 15 Gramm raus und bröseln die hier in unser Wasser hinein. Das sollte echt übrigens, da 15, sollte echt nicht zu heiß sein, wirklich so handwarm. Und jetzt kommen noch, damit die Hefe was zu futtern hat, 10 Gramm Honig hinzu. Also da könnt ihr jeden x-beliebigen nehmen, was ihr halt mögt. Ist, glaube ich, ungefähr so ein Teelöffel, wenn da jetzt 2, 3 Gramm mehr oder weniger sind, ist das auch nicht schlimm. So, den tue ich gleich wieder ins Glas zurück. Das Ganze. Jetzt geht gerade meine Kaffeemaschine aus, Entschuldigung. So, das Ganze wird jetzt aufgelöst. So, dann brauchen wir Mehl. Einmal Weizenmehl, Typ 550. Ich kaufe meistens das vom Kaufland, weil da kriegt man alle Sorten Mehl und relativ günstig. So, brauchen jetzt 400 Gramm. Das wird ein recht großes Brot, aber ich werde wieder ein halbes abgeben an die Familie. 400 Gramm davon. Dann brauchen wir 200 Gramm, auch Weizenmehl Typ 1050. Das ist ein etwas, ja, ein bisschen dunkler als das 550er oder halt dieses stinknormale Weizenmehl. Ist halt ein Weizenmischbrot. So, 200. Was ihr bei Brot nie, 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 nie vergessen dürft, ist Salz. Weil ohne Salz schmeckt Brot einfach wie, sag mal, Knüppel auf dem Kopf. So, da kommen jetzt 15 Gramm rein. Ja, sind sogar knapp 2 Teelöffel sind das. Dann kommt Kürbispüree rein. 300 Gramm davon. Deswegen kommt halt auch so wenig Flüssigkeit
rein in das Brot. Ne? 100 Milliliter Wasser sind natürlich wirklich wenig für so viel Mehl, aber das Kürbispüree bringt dann jetzt hier die Feuchtigkeit mit. So, dann kommen Kürbiskerne rein, die liebe ich einfach, und zwar 130 Gramm. Und dann kommen noch 70 Gramm Sonnenblumenkerne da rein. Also sowas bekommt ihr wirklich alles, wenn ihr alles an einem Ort haben wollt, bekommt ihr das wirklich super alles im Kaufland. So, das gebe ich jetzt in meine Küchenmaschine, lasse das jetzt so 5 Minuten zu einem schönen Teig durchkneten. Ihr könnt natürlich auch die Hände benutzen. Dann werde ich die Schüssel abdecken und werde die einfach hier bei Zimmertemperatur für 1,5 Stunden stehen lassen. Also das ist ein recht, ja, ein schwerer Teig, das ist viel Teig. Das braucht ein bisschen als jetzt reines, ja, helles Weizenmehlbrot. Wie gesagt, das lasse ich 1,5 Stunden dann hier stehen. Und dann hole ich euch wieder mit dazu und zeige euch, wie ich dann den Teig zu einem Brotlaib forme und wie es dann gebacken wird. Bis gleich. So, mein Teig ist fertig geknetet. Ich wollte euch wenigstens einmal kurz zeigen, wie der aussehen muss. Tolle Farbe, oder? Ich hoffe, ihr könnt das in dem Licht gut sehen. Ich habe jetzt hier heute schlechtes Licht in der Küche. Ist aber wirklich so orange, wie er aussieht. Und ja, so bleibt er jetzt hier stehen. Ich mache da jetzt gleich einen Deckel drauf oder ihr könnt Folie drauf machen. Hauptsache, der trocknet nicht aus und bleibt jetzt, wie gesagt, so 1,5 Stunden hier in der Küche stehen. Und ist ein, also klebt überhaupt nicht. Kann man auch garantiert super mit den Händen verarbeiten, wenn man keine Küchenmaschine hat. Und dann sehen wir uns in 1,5 Stunden wieder. Bis gleich. So, ihr Lieben, die Zeit ist rum. Ich zeige euch jetzt mal, da hat sich einiges getan. Er ist ganz schön aufgegangen. So, ich habe mir meine Unterlage schon hier hingetan. Man kann den jetzt auf zweierlei Arten backen. Ich mache das jetzt, weil ich das gerne mache, hier in so einem Römertopf. Das ist jetzt hier einer von der Marke Pemperchef. Das ist ein ziemlich teurer. Ich habe da ja auch so ein bisschen ein Spleen mit. Ich mache das ja unheimlich gerne. Ihr könnt aber auch einen stinknormalen Römertopf verwenden. Funktioniert genauso. So, den habe ich schon mal ein bisschen bemehlt. So, jetzt hole ich mir meinen Teig raus. Da der nicht klebt, mache ich jetzt mal, da das schon recht trockener Teig ist, mache ich jetzt mal kein Mehl mehr hier auf die Unterlage. Das sollte so gehen. Also, ihr könnt den, wie gesagt, auch in so einer Form backen. Ihr könnt auch statt so einem Römertopf könnt ihr auch einen, ja, ofenfeste Form nehmen mit Deckel, einen Breta. Ihr könnt aber auch ganz normal das auf dem Blech backen. So, nehme mal meinen Ring ab und jetzt werde ich, stelle euch mal noch ein bisschen runter. Ich hoffe, meine Kamera fällt nicht um. So, Entschuldigung. So, dass ich euch jetzt mal zeige. Ich werde jetzt das Brot falten. Sprich, ich werde es, ich zeige euch das mal, immer ein bisschen den Teig ein bisschen platt drücken und falten. Dieser Teig, der hat jetzt schon recht viel Spannung, dadurch, dass der relativ fest ist. Bei Teigen, die ein bisschen weicher sind, muss man länger falten, dass man im Prinzip, dadurch, dass man immer so von außen was in die Mitte faltet, bekommt man hinterher so eine schöne Oberflächenspannung. So, dann forme ich mir das Ganze jetzt noch ein bisschen länglich, dass es ein bisschen mehr wie ein Brot aussieht. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich lege mir das jetzt hier in meine Form rein. Ich mache da jetzt, weil der relativ trocken ist, mache ich hier jetzt noch ein bisschen die Oberfläche feuchtig an. Muss man nicht machen, ist jetzt optional. Ich mache das jetzt, weil der, wie gesagt, so ein bisschen fester und trockener ist, dieser Teig. Und ja, damit er mir nicht wild irgendwo einreißt, nehme ich mir jetzt ein scharfes Messer, hier so eins mit Zacken, und schneide mein Brot jetzt einfach so ein. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt da auch Muster reinschneiden, ne, oder hier so über Kreuz. Ich mache jetzt einfach so ganz simpel diese drei Ritze da rein.
Deckel kommt drauf, also das wird mit Deckel gebacken. Ich heize meinen Ofen jetzt vor auf 230 Grad Ober-Unterhitze. Ihr müsst ein bisschen gucken bei einem normalen Römertopf. Der ist meistens ein bisschen hitzeempfindlicher. Da stellt ihr das einfach in den kalten Backofen und lasst es vielleicht ein bisschen länger backen. Man kann jetzt durch mal den Deckel hochnehmen und dann dadurch, dass man es in den kalten Ofen packt, geht der auch noch in den während des Aufheizvorgangs geht das Brot dann auch noch ein bisschen. Hier diese von Pemperchef, die kann man halt super oder soll man in den vorgeheizten Backofen packen. Immer ganz unten in den Ofen, besonders wenn ihr mit so einer Art Topf oder mit so einem Topf backt. Weil Brot braucht immer unheimlich viel Hitze von unten. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und ja, ich heiz das jetzt vor, wie gesagt, auf 230 Grad Ober-Unterhitze. Und ich sage euch am Ende, wie lange genau mein Brot gebraucht hat. Ich schätze mal so 45 Minuten, wenn es vorgeheizt ist. 40, 45 Minuten, denke ich. Wenn ihr es auf dem Blech backt, genau das Gleiche. Ne, lasst es einfach auf dem Blech noch ein bisschen gehen. Macht ein Handtuch drüber. Wie gesagt, lasst es ein bisschen gehen, heizt den Ofen vor und dann schiebt ihr das auch relativ weit unten rein. Und da müsst ihr einfach, denke ich mal, ohne Topf ist es auch so ungefähr 35, 40 Minuten. Ne? Behaltet das ein bisschen im Blick. Wenn es euch zu dunkel werden sollte, könnt ihr auch immer ganz gut ein Backpapier drüber legen. Wenn es aber noch nicht gut sein kann, aber vielleicht von oben zu dunkel ist. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, das Brot ist fertig. Ich werde das jetzt mal aus der Form nehmen. Ich habe vorhin jetzt so nach ungefähr 35 Minuten, hatte ich jetzt gerade den Deckel abgenommen und habe das Brot dann noch ungefähr 5 Minuten ohne Deckel drin gelassen. Wie gesagt, wenn ihr es ohne Form backt, achtet auf die Farbe. So sieht es aus, so sieht es von unten aus. Ihr könnt ganz gut einen Test machen, ob es durch ist, wenn ihr so, hört ihr, klopft und sich das hohl anhört. Das muss es nämlich. Wenn es sich hohl anhört, dann ist es durchgebacken. Es hat wirklich diese wunderschöne gelbe Farbe. Es riecht ganz toll. Und ich lasse das jetzt ein bisschen auskühlen und dann zeige ich euch natürlich auch gleich noch, wie das Brot von innen aussieht und ja, hoffentlich auch, wie es schmeckt. Bis gleich. So, ihr Lieben, wir schneiden das jetzt mal zusammen an. Es ist noch ziemlich warm. Ich hoffe, dass ich da jetzt gut durchkomme. Normalerweise sollte man Brot erst gut auskühlen lassen, aber wir versuchen es jetzt mal. Das geht. Oh Gott. So sieht das von innen aus. Ich hoffe, das fokussiert jetzt vernünftig. Riecht auf jeden Fall super. Ich werde das jetzt mal probieren. Schmeckt nicht nach Kürbis, also jetzt nicht so, wie man den Geschmack, wenn man jetzt zum Beispiel Kürbissuppe oder so kennt, erwarten würde. Also kann ich mir super gut Käse, Wurst, ob ich mir jetzt was Süßes darunter damit vorstellen könnte, weiß ich nicht. Aber vielleicht doch, also der Kürbis hat ja auch eine süßliche Note. Also vielleicht auch Honig. Rübenkraut, also hier Zuckerrübensirup, das heißt hier bei uns Rübenkraut. Ja, warum nicht? Doch, lecker. Also lohnt sich auf jeden Fall. Macht das gerne mal nach. Es ist ja, ich zeige euch das mal so, es ist ja jetzt gerade Kürbiszeit. Und wie gesagt, Kürbispüree herzustellen ist auch ziemlich einfach. Wir sind einfach irgendwie garen und halt dann pürieren. Und ja. Mit dem anderen
Mit dem Rest von meinem Kürbispüree werde ich noch einen Gewürzkuchen machen, einen weihnachtlichen. Und da freue ich mich auch schon mal auf, der ist nämlich richtig lecker. Ach so, das Rezept habe ich übrigens aus einer App von Food with Love. Die haben auch einen Blog. Schaut da unbedingt mal rein. Den Blog verlinke ich euch auch. Also es kann gut sein, dass das Rezept auch auf dem Blog ist. Die haben da tausende, also über 1000 Rezepte drauf. Schaut da mal vorbei. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, bitte. Abonniert auch gerne meinen Kanal. Ich verlinke euch hier mal meinen Abo-Button, falls ihr es noch nicht getan habt. Da noch zwei weitere Videos von mir. Das werden höchstwahrscheinlich Beauty-Videos sein. Das habe ich ja hauptsächlich auf meinem Kanal. Aber ich folge ja gerne euren Wünschen und zeige gerne wieder ein paar Backvideos. Ja, dann bleibt gesund, ihr Lieben, wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.